Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Unboxing bzw. Aufbauing oder wie auch immer man sowas nennen mag. Ihr wisst bereits, dass ich gerade dabei bin, mir eine kleine Streaming-Ecke zu bauen bzw. dass ich meine kleine Schreibtischecke gerade am Umbauen bin. Meine neuen Kopfhörer und den Greenscreen habe ich euch bereits gezeigt und das Video dazu verlinke ich euch oben in der Ecke, das könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal anschauen. Seit einigen Wochen bin ich nun auf Twitch zu finden und zocke mit euch World of Warcraft. Wer gerne dabei sein möchte, der findet meinen Kanal unten in der Videobeschreibung und wenn ihr mir dort folgt, dann bekommt ihr eine Nachricht, sobald ich live bin und ich freue mich wirklich über jeden einzelnen von euch. Was baue ich denn da überhaupt auf? Tja, das ist ganz schnell beantwortet und steht sowieso im Titel, deswegen brauche ich es nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich baue einen Tisch zusammen. Dieser Tisch ist aber nicht irgendein Tisch, ihr kennt mich, sondern ein Gaming-Tisch. Fragt mich nicht, warum er so heißt, aber ist eigentlich auch egal, denn ich liebe dieses Teil. Wie immer sei an dieser Stelle gesagt, ich werde von der Firma nicht gesponsert, die kennen mich nicht. Ich habe den Tisch bzw. die Tische, denn wir haben zwei davon, aus eigener Tasche bezahlt. Wieso habe ich mich für diesen Tisch entschieden? Um ehrlich zu sein, hat das wenig mit der Streaming-Sache zu tun. Vor über 10 Jahren habe ich mir Bretter im Baumarkt zuschneiden lassen, Füße gekauft und einen Schreibtisch zusammengezimmert. Der hat mir ganz, ganz tolle Dienste geleistet und wird auch weiterhin genutzt. Allerdings ist er mittlerweile zu klein und es musste ein neuer her. Ich habe also, ihr kennt mich, mal wieder, ich muss es immer wieder betonen, ihr kennt mich. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel recherchiert, bevor ich dann bei Lead Desk gelandet bin. Das Schöne an dem Teil ist, und das war eigentlich auch der Grund, warum ich ihn haben wollte, er ist höhenverstellbar. Da ich viel am Rechner sitze, auch außerhalb der Streams, dankt es einem irgendwann der Rücken und der Nacken und Verspannungen treten auf. Ihr kennt das Problem. Durch die Möglichkeit des Verstellens habe ich nun immer die perfekte Höhe oder Tiefe, um auch mal stehend am Tisch zu arbeiten. Ich kann mich auch in meinen Stuhl lümmeln und den Tisch daraufhin anpassen. Das Ganze geht elektrisch und stufenlos und ist daher absolut perfekt für mich geeignet. Auf der Seite von Lead Desk könnt ihr euren Tisch individuell zusammenstellen. Es gibt verschiedene Modelle und Add-ons, die ihr euch dazu kaufen könnt. In meinem Fall habe ich mich einmal für Cable Management entschieden, damit die 12 Kabel nicht durch die Gegend fliegen, sondern einigermaßen geordnet sind. Wobei ich zugeben muss, dass das nicht unbedingt perfekt ist, aber ich weiß nicht, ob das nicht eher an mir liegt und an meinem Chaos als an dem Add-on. Als zweites habe ich mich für den PC-Holder entschieden, damit mein Tower geschützt und vor allem belüftet wird. Das Gehäuse könnt ihr individuell anpassen und euch entscheiden, ob es rechts oder links unterhalb des Tisches angebracht werden soll. Ich hatte zunächst Sorge, dass ich dran stoßen werde und somit den Festplatten Leid zufüge, aber das war unbegründet. Ich habe genug Platz zwischen meinen Beinen und dem PC. Wie immer verlinke ich euch alles unten in der Infobox, allerdings habe ich weder einen Rabattcode für euch, noch habe ich irgendwas davon, wenn ihr draufklickt oder was kauft. Zwischen dem Aufbau und dem Voice-Over hier sind gut 1,5 bis 2 Wochen vergangen. In der Zeit saß ich mehrfach täglich und für einige Stunden an dem Tisch und kann nur weiterhin schwärmen. Ich habe ohne Probleme Platz für meine große Tastatur, 2 Lampen, Mikrofonstativ, Maus, Notizbuch, 3 Monitore, Kameras, Handy, bli bla blub. Es ist Platz für alles. Das Voice-Over hier nehme ich übrigens auch gerade im Stehen auf und es klappt ganz, ganz wunderbar. Wenn ich mich zwischendurch doch setzen will, dann fahre ich den Tisch einfach wieder nach unten. Warum der Tisch nun das Prädikat Gaming-Tisch bekommen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, was ein Tisch zu einem Gaming-Tisch macht. Aber wie anfangs gesagt, hat das für mich auch keinerlei Bedeutung. Den Tisch habe ich mir schon ausgesucht, bevor die ganze Streaming-Sache für mich begonnen hat. Und ich bin einfach sehr, sehr, sehr zufrieden damit und finde, das ist einfach ein ganz großartiger Schreibtisch, mit oder ohne Gaming. Der Aufbau ist übrigens ganz gut alleine machbar, auch wenn dran steht, dass man 2 Personen benötigt. Klar, der Tisch ist sehr, sehr schwer und alleine hätte ich ihn nicht tragen können, aber den Aufbau an sich kann man alleine machen.
Ja, und das war's auch schon vom Unboxing und Aufbauing von meinem neuen Schreibtisch, der mittlerweile auch in meiner Streaming-Ecke bzw. Büro, Arbeits- oder was auch immer Ecke steht und mir sehr, sehr gute Dienste leistet. Demnächst gibt es noch ein weiteres Unboxing und dann war es das auch schon mit dieser Videoreihe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald, macht's gut!